Punkt 3, die priesterliche Existenz heute. Frage 1, was zeichnet Ihrer Auffassung nach einen authentischen Priester heute aus? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte er besitzen? Ein authentischer Priester ist ein Diener der Kirche. Er verkündet ihre Lehre und zelebriert ihre Liturgie, ohne Verfälschungen, ohne Hochmut, mit der er die heiligen Texte durch seine Eigenkreation ersetzen würde, ohne Weglassen von Glaubenswahrheiten, die ihn unpopulär machen könnten. Frage 2. Wie kann ein authentischer Priester mitten in der Welt von heute in der Nachfolge Jesu leben? Welche Lebensform halten Sie für den Priester heute für angemessen? Da muss man sich wirklich nicht viel ausdenken, denn die Lebensform eines Priesters hat Jesus und seine Nachfolger vorgelebt. Ihr Beispiel ist zeitlos und fruchtbar, heute genauso wie immer. Klar, wir könnten, genauso wie das Zweite Vatikanische Konzil vorgeschlagen hat, in der Liturgie mehr auf die Texte aus dem christlichen Altertum zurückzugreifen, könnten wir natürlich auch die damaligen Formen des priesterlichen Lebens wieder aufgreifen. Nur die meisten Befürworter von den sogenannten Viri Probati rudern sehr schnell zurück, sobald sie in Erfahrung bringen, wie genau diese Formen ausgesehen haben. Und zwar, dass es in Apostelzeiten und in den späteren Jahrhunderten noch, dass durchaus verheiratete Männer auch zu Priester geweiht worden sind, was die wenigsten wissen und was in den öffentlichen Diskussionen meistens verschwiegen wird, ist, dass sie ab diesem Zeitpunkt der Weihe dann nur noch eine Josefsehe führen dürften. Teilweise ist das in den Ostkirchen, die so oft als Beispiel in dem Punkt dargestellt werden, weiterhin so. Und zwar, ein orthodoxer Priester hat sich am Tag bevor er die göttliche Liturgie zelebriert, des Geschlechtswahls zu enthalten. Wenn man bedenkt, dass ein katholischer Priester praktisch dazu verpflichtet ist, die Eucharistie jeden Tag zu feiern, läuft's wiederum aufs Josefsehe heraus. Nicht ohne Grund hat die Kirche in ihrer Weisheit relativ bald diese Form als auf Dauer praktisch nicht haltbar verworfen und auf den Beispiel Jesu, Apostel Paulus und viele anderen zurückgegriffen, nämlich zum Zölibat. Was auf jeden Fall in den Formen des priesterlichen Lebens mehr berücksichtigt werden müsste, wäre das Gemeinschaftliche. Auch in Bezug auf Diözesanpriester, es wäre gut, irgendeine Form zu finden, in der sie zumindest teilweise mehr in eine konkrete Gemeinschaft eingebunden sein könnten, in eine Art Kommunität leben, was mit dem Residenzpflicht eines Pfarrers jetzt nicht ganz vereinbar war, aber da müsste man ja konkrete Lösungen vorschlagen. Frage 3. Was müssen wir in der Kirche tun oder verändern, damit es mehr Berufungen gibt und der Dienst des Priesters attraktiver für junge Menschen wird? Die Antwort steckt teilweise in dem letzten Satz schon, und zwar der Dienst an sich ist per se wenig attraktiv. Eine Dienstaufgabe zu übernehmen widerspricht gewissermaßen der menschlichen Natur, die nach dem Sündenfall halt ich-bezogen ist. Deswegen resultiert die sozusagen Attraktivität jeglicher Dienstes, vor allem des priesterlichen Dienstes, aus authentischem, tiefen Glauben, denn nur in diesem Zusammenhang hat diese Berufung überhaupt einen Sinn. Und unsere Bemühung muss in die Richtung gehen, dass in der Gemeinschaft der Gläubigen der Glaube gestärkt wird, denn aus dieser Gemeinschaft rekrutieren sich die Priester. Es geht nicht darum, eine Sonderposition in der Kirche, ein Amt spannender, attraktiver zu machen, denn es ist keine Funktion auf einer Karriereleiter, sondern es ist ein Dienst. Und da braucht es erstens tiefgläubige Familien, zweitens tiefgläubige Pfarrgemeinschaften und da braucht es authentische Beispiele von Priestern, die ihre Aufgabe erfüllen, die ihre Aufgabe leben. Priester, die es nicht als Überbelastung, sondern als Privileg erleben, da wo es nötig ist, die zweite oder da wo es das kanonische Recht vorsieht,
sogar die dritte Eucharistie an Sonntagen und oder gebotenen Feiertagen zu feiern und sich nicht dadurch ausreden, dass sie durch die eine zusätzliche Stunde Eucharistiefeier eine Stunde weniger für irgendwelche karitative Aufgaben und seelsorgerliche Gespräche haben. Priester, für die das Wort Gottes verkünden und Sakramente feiern, das höchste Priorität und meiste Zeit in ihrem Leben hat, denn sie wissen, dass sie genau dafür geweiht worden sind und genau darin nicht von Laien ersetzt werden können. Dieses Weihnachten habe ich auch in Deutschland mehrere Priester erlebt, die an jedem von den Feiertagen jeweils drei heilige Messen zelebriert haben. Es gibt diese Möglichkeiten für Sonntage und gebotene Feiertage. Nur jeder Priester muss die Prioritäten richtig setzen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, was das Problem der fehlenden Berufungen angeht. Die Berufungen für Priesteramt sind nicht ein Ergebnis irgendwelcher PR-Aktion. Die Berufungen kommen aus Gottes Gnade. Und das führt zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen. Erstens, um die Berufungen muss man beten, denn nur Gott ist es der, der beruft. Und es steht schon im Evangelium, Jesus fordert uns auf, darum zu beten. Und zweitens, was die Beobachtungen der letzten Jahrzehnten bestätigen, diese Gnade darf nicht verschwendet werden. Es ist ein Gottesgeschenk und wir beobachten, dass Gott gezielt dieses Geschenk Menschen zuteil lässt, die daraus später Gutes tun. Worauf will ich hinaus? Die Beobachtung bestätigen, dass die Gemeinschaften und die Seminare, die wirklich die katholische Lehre verkünden, die den Priesterkandidaten beibringen, die katholische Liturgie zu zelebrieren. Diese Gemeinschaften haben keinen Mangel an Berufungen. Wir sollten langsam aus den Fakten lernen. Die Kirche muss zweierlei tun, damit es mehr Berufungen gibt. Um die Berufungen beten und selbst zu ihrer Kernaufgabe zurückkehren, dem Verkünden von Christus und sein Heil.